So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon White. Ich habe unsere zwei anderen Pokémon, Riolu und Voltilam auf Level 12 gebracht. Ich wollte sie erst auf Level 15 bringen, aber da hatte ich keinen Bock mehr. So, fahren wir fort, weil das Offscreen Training da hinten auf der Sangi-Farm dann doch etwas beschissen geworden ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Naja, es dauert einfach verfickt lange, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und hier sehen wir schon in den Trainerkämpfen. Die Pokémon sind einfach wesentlich schon höher gelevelt und das gibt mehr Experience Points. So, ich müsste noch Dings hier runterstellen, das habe ich ganz vergessen. So, Feint, machen wir mal. Das dauert jetzt etwas länger, aber hey, danach gibt es auch schön viele Experience Points und über Riolu müsste dann auch nochmal ein kleines hübsches Levelchen erreichen. Weil jetzt derzeit ist es ja nur Level 12. Naja. So, jetzt müsste... Wie viel kriegen wir? 141? Oh ja, das geht. So geht das Level doch schon viel, viel schneller. Denn ich habe an einem Level circa 5 Minuten oder so gehangen. Könnt ihr ausrechnen. Das war Level 5 vorher. Und joa. Your Challenge bei Messi oder was? Oh, ein Dummiesel. Oh, da kämpfen wir doch mal gegen. Dummiesel, machen wir Feint. Und ja, boah, nee, das dauert ja Ewigkeiten. Also das würde ich euch jetzt am liebsten ersparen, aber... Quick Attack, jetzt ist etwas mehr. Rollout, oha. Ja, das kann was werden, Leute. Ah ja, das ist Walzer, ne, das zieht immer mehr. Shit. Wechseln wir ihn zu Floink. Ich bin ein Bob, ey, dass ich das nicht mitgekriegt habe. What the? Tja, ich würde mal sagen, wir sind ganz schön am Arsch. Mal Thundershock, wenn das geht. Tja, ich würde sagen, wir sind am Arsch. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass das Dings da machen wollte, dass das Walzer ist. Oh fuck. Tja, wir hätten wohl jetzt verkackt. Butz. Tja. Dann dürfen wir mal zurücklatschen. Boah, Moment. So Leute, weiter geht's. Sorry für die kleine Unterbrechung. Ich wurde hier von, naja, Familie ein bisschen gestört. Mut ein bisschen laut. Deswegen. Naja. Weiter geht's, würde ich sagen. Pokémon sind geheilt und jetzt geben wir den Dummiesel da den Rest. Dafür wechseln wir erstmal auf Voltilam als Standard, also als erstes Pokémon. So. Und dann gehen wir mal wieder den ganzen Weg zurück. Tja, hätte ich ja nicht vorher wissen sollen, dass Dummiesel Walzer kann. Obwohl, es sieht eigentlich gar nicht so aus, als wenn es diese Attacke hätte können dürfen. Also alleine von dem Aussehen her, aber naja. Lassen wir den Entwicklern von Pokémon mal ihren Spaß. Hier ist schon was richtig ist und was falsch. Ah, ein wilder Kampf. Na, den brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ah, die sind auch noch Level 3. Ach, ist ja lappenhaft. Level 3, ey. Zäh. Run away. So, komm. Komm nochmal. Diesmal besiege ich dich hier mit Voltilam. Zwei Attacken und du bist down. Zumindest sollte es so sein. Denn bei Voltilam kann es nämlich sein, dass es halt eben paralysiert noch wird. Thundershock. Och, du Heilige, jetzt auf einmal nicht mehr so viel. Spite. Okay. Mit jetzt ein bisschen mehr Pinkster PP, was? Ich check's gerade nicht. Machen wir kaputt. Okay. Blockt das jetzt irgendwie oder was? Naja. Egal. Ordentlich XP gibt es auf jeden Fall. So, unser Voltilam ist jetzt auch schon mal Level Up. So, Dry Hit. Okay. Sagt mir persönlich jetzt nichts. Oh, ein Doppelkampf. Wie mies ist das denn? Jetzt sieht aber Flönk, glaube ich, als zweites ausgewählt. Das ist schade. Trends, Sonke, ach du Einige, da ist Floin gar nicht mal so verkehrt. Ist ja ein Feuer-Pokémon.
aber ich würde lieber Dings da, dass dann alle HDM XP bekommen. Nochmal Flammenwurf. Flammenrad. Denn eigentlich wollte ich nicht, dass Voltilam jetzt unbedingt ein XP bekommt. Ich meine, es hat gerade eben schon ziemlich viel XP bekommen. Und ja, Floink ist halt jetzt in der Hinsicht hier Big Boss, weil er von Toypea Feuer ist. Der brennt einfach mal so Pflanzen-Pokémon nieder. The Lag. Fuck, Moment. Okay, kleiner Fail gerade eben. Mein Monitor ist irgendwie ausgegangen. Ich habe keine Ahnung, woran das lag. Danke, Windows. Ja. Ich glaube, ich pausiere mal eben kurz die Aufnahme, da stimmt was nicht. So, weiter geht's. Gerade eben war da ein kleiner Emulator-Fail. Der ist immer noch da. Naja, lässt sich gerade nichts machen. Hoffentlich ist es jetzt gleich mal endlich weg. Nach dem Kampf. Und ja. Der untere Bildschirm, den wollte ich gerade nämlich nicht sehen. Der ist leicht verbuggt. Wenn ich jetzt aber mal sage, ich hoffe, dass die ROM jetzt deswegen nicht crashen wird. Das ist ja echt schade. Naja. Wenn sie jetzt crasht, habe ich ein Problem. Nö, alles zu behalten. Okay, passt. Jo, ich würde mal sagen, weiter geht's. Was willst du? Liegenzoll oder was? Ne, ich halte noch einen Superball. Och, Schnieke. Ebola. Wir sind in der nächsten Stadt, bekommen einen Anruf und ja, was brauchen wir mehr? Von Mom. Okay. Ich habe kein Wort verstanden, aber naja, ja. Okay, was haben wir hier? Kleine Sequenz. Ja, okay. I see. Not really. Aber egal. Okay, kleiner Mettler. Wir gehen mal Pokémon heilen. Wäre vielleicht eine gute Idee. Also erstmal holen wir uns von denen nochmal irgendwie so eine Münze ab. Schon wieder so eine Münze irgendwie. Keine Ahnung, was das bringt. Ich mach's einfach jedes Mal. Irgendwas wird's bringen. Ich hätte ja keine Ahnung was, aber irgendwas wird schon sein. Naja. So, wo müssen wir hin? Ich glaube, hier kommen wir noch nicht durch. Ja, sage ich doch. Kommen wir nicht durch. Okay, dann müssten wir hier wahrscheinlich irgendwie wieder sowas, irgendwas, eine Art wie eine Mission erfüllen. Okay, das ist, scheint so eine Musikstadt zu sein. Interessant, die spielt mal Gitarre. Vielleicht hier. Ne, hier sind unsere Schiffe. Ja, schauen wir mal weiter, ne? Lol. Erotik-Club im Pokémon oder was? Metal. Irgendwas mit Metal. Oder Rock halt zumindest, ein Rockfestival. Ich habe Fresh Water erhalten. Oh, ich denke mal, so eine Arena wird das hier sein. Oder was? Hört sich an. So an. Okay. Okay, also erstmal muss ich die anderen da besiegen. Okay, das ist eindeutig eine Arena. Also es hört sich zum Teil so an, aber ist irgendwie mal was Neues. Also so eine Arena habe ich auch noch nie gesehen. Venipede. Okay. Wir sind mit unserem Wart hier, denke ich mal, ziemlich schlecht beraten. Ich weiß es jetzt nicht. Es müsste vielleicht Typ Käfer sein. Müsste Dings auch noch gut sein drauf. Ich kann es nicht, ich kann es euch leider nicht sagen. Joa. Würde mal sagen, probieren wir es einfach mal aus. Wird schon schief gehen, gell? Oder was auch immer das jetzt war. Thundershock und dann müsste das Ding auch schon down sein. Hört es zumindest wie so ein Käfer an. Und unser Barty, nee, unser Voltilam ist schon auf Level 14. Was kommt jetzt raus, Koffing? Ach, Smogon! Mein alter Freund. Komm, Thundershock. Ach, nicht wirklich sehr effektiv, aber Poison. Oh, scheiße. Jetzt sind wir auch noch vergiftet, ey. Also jetzt kriege ich zu viel. Egal, komm. Mach nochmal Thundershock, auch wenn Voltilam jetzt, also, ja doch, ist der Voltilam. Down geht, ist nicht schlimm.
obwohl diesen einen Hit da müsste es noch überleben. Ah, fuck, lebt noch. So, komm, durchpulsen. Nicht down. Oh, das war knapp. Komm, jetzt einmal treffen und dann bitte. Down. Geht doch, damit Voltilab noch ein paar XP erhält. Boah, Level 15, nice, wa? Forget, was bekommen wir? Charge. Mach mal Dings da weg. Das wäre eh nur eine komische Pflanzenattacke, die die Dings so ein bisschen senkt. Charge hört sich irgendwie ein bisschen cooler an. Und jetzt müsste Dings down gehen, wenn wir uns einen Schritt bewegen. Oh, Voltilab entwickelt sich sogar noch. Ist ja nice. Das erste Pokémon, was sich entwickelt, ist Voltilab bei uns. Nice. Und es wird zu Vati. Fluffy. eben kurz pausieren. So, Leute, weiter geht's. Ich würde sagen, wir gehen dann nochmal eben Pokémon heilen, oder? Warte mal. Ja, das wäre ganz empfehlenswert. Ich finde das ganz lustig mit den Soundeffekten, wie da jetzt rumgespielt wird. Vielleicht schaffen wir es auch noch in diesem Part, diese Arena zu so fertig zu kriegen. Das wäre ganz nice. Ich würde sagen, wir liegen auch in einer relativ guten Zeit dafür, dass wir das Spiel auf Japanisch spielen. Jetzt mit einem Englisch-Patch, damit die Kämpfe etwas besser vonstatten gehen. Und ja, was kann man dazu noch großartig sagen? Schnieke. Ja. Versuchen wir jetzt gleich nochmal bei der zweiten Dings da unser Ryulu ein wenig zu trainieren. Das wäre nämlich ganz nice, weil es nur auf Level 12 ist. Ich würde das auch noch gerne auf Level 15 hinkriegen. Vielleicht nicht in diesem Part, vielleicht im nächsten, aber es sollte halt eben auch mal ein Level bekommen. Gehen wir hier runter. So. Okay. Da, du da. Joa. Oh, ein Slimer. Gegen ein Riolo. Ich habe keine Ahnung, ob das gut geht, deswegen würde ich mal sagen, mach mal erstmal Konter. Poisongas, ach du Heilige. Direkt am Anfang, das ist scheiße. Counter dürfte da nicht wirklich viel gegen ausrichten. Konter wäre ganz nice gewesen, wenn er jetzt irgendeine Attacke gemacht hätte. Ach, ihr könnt es euch ja nicht denken, oder? Wen erzähle ich das? Na, Poison da weg, ey. Das geht mir auf den Sack. Kann ich wenig gebrauchen. Jetzt hätte Konter gut gekommen. Mann. Lumushi. Disabler. Ja, komm, jetzt disable hier meinen Konter, ey. Leck mich doch. Dann machen wir Quick Attack jetzt halt. Ach du Heilige. Also, das mit Riolu hier, das wird nichts bei Slimer. Dann nehmen wir halt eben Floink und ja, dann wird es halt eben ein bisschen mitgelevelt. Zwar kriegt es da nicht so viele Dings da Experience Points, aber immerhin mehr als gar nicht halt, ne? So, Floink. Du kannst gut was vertragen, ich weiß das doch. So, mach mal weg. Seitige dieses Schandmal da. Kannst nicht mehr sehen. Ach komm, dann halt eben nochmal. So, das 19 läuft jetzt ein bisschen schneller mal. Das Tempo ein bisschen auf den Sack gerade. Und ich, wenn ich so auf die Uhrzeit gucke, da 14 Minuten ist dieser Part schon lang. Ach, ja, könnte noch ein bisschen. Aber ich glaube, ich mache mal so 17 Minuten so. Das dürfte hinhauen. Was ist dieselbe? Leck mich. Mach mal Blut an, das passt schon. So, hast du noch ein zweites Pokémon? Mewtwo, about nothing. Okay, Switch Pokémon. Oh, nee, mach mal nicht. Wie das hat keinen Sinn. Smogon, das machen wir eben platt. Ist das immer noch dieselbe? Ah, fu. Dann, naja, mach mal eben hier. Tackle, aha. So, ich würde sagen, vor den Arena-Leiter gehen wir nochmal eben schnell Pokémon heilen. Und ja, dann hätten wir schon die nächsten Ohren erreicht. Ist das nicht nice? Ja, Level 16. Oh, das müsste sich jetzt entwickeln dann, denke ich mal.
Nö. So. Eben zurücklatschen hier. Was für eine Arena sieht das irgendwie... Also die Arenen in Black and White 2... Ich weiß nicht, wie das in Black and White 1 war. Aber die sind mir... Also im Gegensatz zu dem, was man so gewohnt ist von den ersten bis zur dritten Generation. Naja, in der vierten war es auch noch etwas anders. Also da war es noch so wie früher fast gehalten. Nur, dass man halt eben ein paar Aufgaben noch lösen musste dazu. War aber in der dritten, soweit ich weiß, auch schon so. In der ersten und zweiten eigentlich auch, ja, so, ja. Nur ist das halt hier so, pff, ja, ist einfach mal so ein Gothic-Club, ne? Oder ist einfach mal so eine Trainerschule. Muss man erstmal drauf kommen, aber naja. Tja, wenn die meinen. Ja, also zu Black and White hat sich Pokémon komplett, würde ich mal sagen, verändert. Roxy, okay. You are challenging. Oh, ein Dings da, Smogon. Ich habe Riolu noch als Standard ausgewählt, ne? Ah, okay. Boah, ich denke, das hat keinen Sinn. Nimm mal Floink lieber. Hm, mit dem Leveln sind wir eigentlich ganz gut drin beraten mit unseren da. Bis auf von, das von Riolu, aber pff, ja, ja, klappt schon. Nochmal Flame Change. Also hier Flammenwurf. Au. Joa. Ehrlich gesagt ist mir das gerade ein bisschen zu schnell, aber jo, egal. Passt schon. Mach mal kaputt da. Mach's kaputt. So, Tackle. Okay. Komm, noch einmal und danach heilen wir uns eben kurz, weil dann müsste dieses Pokémon zumindest schon mal down sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt sein Bestes ist oder sein Schlechtestes. Überleb, überleb. Ja, passt schon. Komm, jetzt einmal hier noch. Super Potion. Bist du eigentlich verrückt? Nett mich doch. Wir gewinnen, ja. Okay. Ich würde mal sagen, wir heilen uns auch. Was haben wir denn so Schönes? Oh, Evola, das passt perfekt. Fresh Water. Haben wir eh schon bekommen. Das müssen wir nicht mehrmals bekommen haben. Ich weiß nicht, wie oft wir es haben, aber... Ah ja, voll ist voll. Ne? So, mach mal kaputt. Tackle, ach, leck mich doch. So, mach das Ding da kaputt, ey. Und wehe, es kommt nochmal Super Potion oder so. Dann rast ich. Die Attacke geht mir auf den Sack ein bisschen. Danach müssen wir uns wieder heilen, falls er noch ein zweites Pokémon besitzt oder sie. Ich habe keine Ahnung, wie das, was das jetzt für ein Viech da war. naja. So, Boat. Ja, okay, keep battling. Uff, das sieht komisch aus, das Viech. Und es ist Level 18, Heilige! Okay, machen wir hier. Fresh Water. Aber es ist schon das letzte Pokémon. Protect. Okay, das hat sich gut getroffen, dass du das eingesetzt hast. Ach, schon wieder Protect, ey, leck mich doch. Komm dann noch einmal, ich habe genug AP. Sag mir, dass das von Tief Käfer ist, das wäre jetzt nice. Oh, nice, ist sogar. Oh, das ist eine Linksattacke, ne, Giftattacke. Fuck it, ey. Das kann was werden, kann aber auch hart failen am Ende. Venoshock, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel das zieht, ey, das ist mies. Heilige, das wird knapp. Protect und danach müssten wir aber dann nochmal. Das schaffen wir jetzt. So, letzte Attacke. Oh, like a boss, das muss klappen. So, ja, ich würde sagen, der Ohren ist unser. Puh. Am Ende nochmal vergiftet. Ja, Schlieke würde ich sagen, war. Drop to level 17. Finde ich nice. Finde ich nice. Oh, Floink entwickelt sich. Auch nice. Da haben wir doch nochmal eine Entwicklung hier drin, in den weiteren Orden und, ja, was da kann man dazu noch sagen? Kekse, schmecken lecker. Und der Part wäre dann auch mit auch beendet. Wir gehen nochmal eben schnell ins Pokémon Center und dann hat sich das Ganze. Oh, nice. Wir hätten auch jetzt einfach nicht entwickeln können. Ich meine nämlich, dass sie bei Level 20 oder 21 oder irgendwas anderes, so war das zumindest bei Flammy und so weiter so... Was? Nein, don't give up. Mach damit für mal Tackle oder so weg. Oder ne, Defense Scroll, das machen wir weg. So, so. Gib mir den Ohren. Gib her. Ja, Mann, ich bin like a boss, ey. Part 6 oder so ist das und wir haben schon zwei Ohren. Boah, like a boss.
Oder sogar nur Part 5 schon. Ne, andere haben bei Part 5 erstmal den ersten Run, glaube ich, sogar erst. Naja, wir sind halt eben ein bisschen schneller. Okay, wer ist das jetzt? Bist du Gronkh? Nein, du bist nicht Gronkh. Bist du Gronkh? Nein, du bist auch nicht Gronkh. Ja, leck mich doch. Ich will eben Pokémon heilen gehen. Jetzt kommen doch bestimmt irgendwelche Sequenzen wieder hier die ganze Zeit. Ich will nur eben Pokémon heilen gehen, ja? Okay, das geht schon. Eben heilen gehen und dann ist der Part zu Ende. Tut mir auch leid. Falls euch dieser Part gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und könnt mir auch Verbesserungsvorschläge, was ich hätte besser machen können, in die Kommentare posten. Wäre ganz nice. Ja. Schaut mal auf meinem Kanal vorbei, vielleicht gefallen euch da auch andere Projekte so. Ja. Was bleibt zu sagen? Hinterlasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Habe ich gerade schon gesagt. Aber egal. Wir sehen uns dann im nächsten Part und haut da rein. Tschüss.